Herr Richter, was haben Sie gedacht, als Sie die Äußerungen von Macron gehört haben, beziehungsweise wie haben Sie ihn verstanden? Und auf dem ersten Blick hin erscheint es so wie ein Tabubruch, wie das Überschreiten einer roten Linie, auf die sich ja alle NATO-Staaten geeinigt haben. Und diese rote Linie heißt ganz klar, wir unterstützen die Ukraine einerseits, aber wir werden nicht selbst Kriegspartei werden und wir werden alle Schritte vermeiden, dass das eintreten kann und wir sozusagen schleichend in einen Krieg hineinrutschen. Und das absolute No-Go dabei war natürlich die Entsendung von Truppen unmittelbar in die Ukraine. Allerdings hat Macron ja nicht deutlich gesagt, was er damit eigentlich wirklich meinte. Man kann ja auch zwei Phasen unterscheiden und sagen, naja, vielleicht geht es um die Entsendung von Truppen nach einem Waffenstillstand, nach einem Friedensvertrag gar. Sollte er zustande kommen, um dann zukünftig für Sicherheitsgarantien zu sorgen. Das wäre die eine Interpretation. Die andere ist aber, dass man noch während des Krieges so etwas tut. Und da ergeben sich ja auch viele Fragen, was er wirklich meint. Kampftruppen, Logistik, Unterstützung, technische Unterstützung, was auch immer. Ich glaube aber, dass es hier um eine tiefere politische Analyse geht. Denn er hat ja praktisch reagiert auf die Münchner Sicherheitskonferenz, auf der zwei Dinge deutlich wurden. Erstens die großen militärischen, politischen und ökonomischen Risiken, die im Moment für die Ukraine-Unterstützung zu sehen sind. Das ist der Ausfall der USA weitgehend durch die Blockade des Haushalts durch den US-Kongress. Das ist aber auch natürlich das Unvermögen innerhalb der EU, Marktwirtschaften in kurzer Zeit auf Kriegsökonomie einzustellen. Und das ist natürlich dann aber auch eine Antwort auf das, was Sie schon gesagt haben, nämlich die Kritik an Frankreich, dass sie hinter Deutschland sozusagen und anderen Staaten hinterherhinke bei der Unterstützung. Und eins ist auch klar, für das französische Selbstbewusstsein kann es nicht sein, dass Deutschland hier die Führungsrolle in Europa übernimmt. Und ich glaube, auch das verträgt sich nicht mit dem Selbstverständnis eines französischen Präsidenten. Und so gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die er hier wohl versucht hat, in die Reihe zu bringen. Was er will, vordergründig die europäische Einheit wiederherzustellen, zu wahren gegen Defätismus, gegen Kriegsmüdigkeit, vielleicht auch Putin abzuschrecken, ihm die Risiken vor Augen zu halten. Beides kann nach hinten losgehen, denn wenn Europa nicht geeinigt ist, dann ist natürlich auch der Abschreckungswert sehr gering. Und das wird Putin dann nicht beeindrucken. Sicher will aber Frankreich, das ist etwas untergegangen, auch deutlich machen, dass Gelder, die jetzt ausgegeben worden oder werden, zum Beispiel von der Europäischen Friedensfazilität, nicht nur zu Käufen in den USA verwendet werden sollten, sondern vor allem auch zu Käufen in Europa. Er möchte also auch die europäische, in Klammern französische Rüstungsindustrie fördern. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die hier zu beachten sind. Das ist in weiten Teilen natürlich jetzt auch schon die politische Analyse. Wenn wir vielleicht noch mal auf der militärischen Ebene bleiben, Sie haben das gerade auch schon kurz angerissen. Also wie könnte eine solche Entsendung von Truppen denn konkret aussehen? Es ginge da, Sie haben es gerade gesagt, ja wahrscheinlich dann auch weniger um tatsächlich kämpfende Truppen, sondern vielleicht zum Beispiel eher um Ausbilder. Ist das denkbar? Ja, es gibt ja die Ausbildungsmission, die schon vor dem Krieg in der Ukraine war, ausgestattet mit etwa 400 Ausbildern, die aus den USA, Großbritannien, Kanada, Polen und Litauen kamen und die dann aber zurückgezogen worden sind, sobald der Krieg ausbrach. Es gab ja auch Angriffe auf den Stützpunkt, einen Truppenübungsplatz bei Lemberg. Und Ben Wallace, der britische Verteidigungsminister, hat das ja wieder ins Spiel gebracht und hat gesagt, er kann sich vorstellen, dass man nach einem Friedensschluss eine stärkere Ausbildungsmission in der Ukraine stationiert. Das wäre also ein Weg, den man sich vorstellen kann. Allerdings noch einmal, wenn es das Ziel Russlands ist, die Stationierung von NATO-Truppen, geschweige denn die Gesamtaufnahme der Ukraine in die NATO zu verhindern, dann ist natürlich diese Aussicht vielleicht nicht das richtige Mittel, um den Krieg zu verkürzen, sondern könnte Putin eher veranlassen, diesen Krieg also zu verlängern. Also das sind Überlegungen, die man treffen muss. Jetzt während des Krieges gibt es ja die Möglichkeit, technische Hilfe zu leisten, Instandsetzungseinrichtungen, die jetzt an den Grenzen zu Polen oder Rumänien sind oder der Slowakei, nach vorne zu verschieben oder unmittelbare technische Hilfe bei der Programmierung von Marschflugkörpern zu leisten, um ein anderes Thema anzusprechen. Und das ist eindeutig jedenfalls nicht der deutsche Weg. Und man muss auch
ganz klar sagen, wenn solche Einrichtungen und Truppen in die Ukraine geschickt werden würden, dann wären sie selbst nach dem humanitären Völkerrecht legitime Ziele. Denn das humanitäre Völkerrecht fragt nicht danach, wer angegriffen hat, sondern es beschreibt nur die Legitimität von militärischen Zielen. Das Ja. wären sie dann. Und dann ergibt sich die Frage, wie reagieren wir denn dann, wenn es Verluste geben würde? Und deswegen war das bisher auch klar, kein schleichender Weg in den Krieg. Herr Richter, bevor wir über die weitere mögliche militärische Unterstützung im Laufe dieses Streams dann auch nochmal vertiefend sprechen, vielleicht noch einmal kurz der Blick auf Putin. Sie haben ihn gerade auch schon angesprochen. Also diese Aussage von Emmanuel Macron, die war ganz offensichtlich. Das haben wir jetzt heute ja anhand der Reaktionen aus den anderen NATO-Ländern gesehen, nicht abgestimmt mit den anderen NATO-Partnern. Welches Signal sendet das, was Macron da gestern Abend gesagt hat, Richtung Putin? Ja, deswegen hatte ich vorhin gesagt, dieser Schuss könnte auch nach hinten losgehen. Also das Signal war ja eigentlich gedacht als Signal der europäischen Einheit, als weitere Unterstützung, einheitliche Unterstützung aller EU-Staaten und aller NATO-Staaten. Was sich aber jetzt herausstellt, ist, dass dieser Vorschlag natürlich geeignet ist, die EU und die NATO zu spalten. Insofern ist das wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, jedenfalls öffentlich, keine gute Idee gewesen, das jetzt so ins Spiel zu bringen und damit auch sofort den Widerspruch anderer NATO- und EU-Staaten auszulösen. Herr Richter, vielleicht einmal vorweg eine Frage aus der Community an Sie weitergegeben. Wie klug ist es denn zum jetzigen Zeitpunkt und angesichts dieser für die Ukraine sehr angespannten militärischen Lage, den Einsatz von NATO-Truppen fest auszuschließen? Also ich glaube, wir müssen den Einsatz von NATO-Truppen deswegen ausschließen, weil es natürlich noch ein schlimmeres Szenario gibt als das, was wir jetzt in der Ukraine sehen. Und das wäre ein allgemeiner Krieg in Europa. Wenn man Bodentruppen entsendet, muss man damit rechnen, dass es zu Kampfhandlungen mit Russland kommt. Das heißt, dann sind NATO-Staaten mit Russland im Krieg. Es wird zu Angriffen, zu gegenseitigen Angriffen kommen. Und das kann zur Eskalation führen. Wir sollten nicht vergessen, dass es dann um einen Krieg geht zwischen vier Nuklearmächten, den vier von den fünf offiziellen Nuklearmächten der Erde und den fünf Sicherheitsratsmitgliedern in den Vereinten Nationen. Und das wäre ein Inferno-Szenario für Europa, das natürlich alle vermeiden wollen. Deswegen gab es ja diese rote Linie, die nicht nur der Kanzler gezogen hat, sondern das war ja nun abgestimmt auch mit Präsident Biden, mit den Briten, mit den Franzosen letztlich auch. Macron hat dem ja auch zugestimmt in der Vergangenheit. Deswegen hatte ich mich etwas über diese Äußerung jetzt gewundert. Aber Thomas Walde hat recht gute Erklärungen abgegeben, was dahinter ist. Das ist die politische Führungsrolle. Das ist die Abwehr von Kritik. Das ist der Versuch, die Einheit wiederherzustellen unter französischer Führung und auch zu reagieren auf diese prekäre militärische Lage, in der sich die Ukraine befindet. Ein Wort dazu. Die Ukraine hat natürlich Mängel bei der Materialausrüstung, vielleicht auch bei der Logistik und Munition. Das ist deutlich geworden. Aber der noch größere Mangel ist eben der der Kampftruppen. Und da schließt sich der Kreis. Die hohen Verluste, die die Ukraine hinnehmen mussten, können nicht so leicht ersetzt werden. Das würde auch bedeuten, dass man in der Ukraine noch einmal über eine Mobilisierung nachdenken müsste, so wie der General Saluschny, der frühere Oberbefehlshaber der ukrainischen Truppen, es vorgeschlagen hat. Er sprach von 500.000 Soldaten. Selenskyj war zögerlich, er hält an seiner Siegrhetorik fest, während der Saluschny eher sagte, wir müssen über längere Zeit in die strategische Defensive gehen. Ich glaube, er hatte recht. Und jetzt stellt sich vor diesem Hintergrund dann die Personalfrage. Und die kann die NATO aus den besagten Gründen aber nicht lösen, weil wir den Krieg vermeiden müssen, der ein europäischer Krieg werden kann. Und das ist eine rote Linie. An der Stelle kann nur die Ukrainer selber entscheiden, was zu tun ist. Aus rein militärischer Sicht wird es wohl so sein, dass für die nächste übersehbare Zeit die Ukraine in die Defensive gehen muss. Sie müssen Frontbegradigungen durchführen. Das wird wahrscheinlich sich gar nicht vermeiden lassen, die eine oder andere Ortschaft aufzugeben. Sie müssen aufpassen, dass ein Einbruch, ein taktischer Einbruch, sich nicht zu einem Durchbruch ausweitet. Denn das könnte dann in einen Bewegungskrieg übergehen, der dann dazu führt, dass auch rückwärtige Positionen angegriffen werden, dass die Front insgesamt bröckelt und das alles ins Rutschen kommt. Also hier liegt die eigentliche Gefahr. Sehen Sie denn dann überhaupt, wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört habe, kurzfristig Möglichkeiten, auch Unterstützungsmöglichkeiten für die Ukraine, damit sich das Blatt kurzfristig da dann doch vielleicht wieder wenden kann?
Ich glaube, eine grundsätzliche Wende des Blattes ist im Moment nicht zu erreichen und alle Diskussionen, die auch in Deutschland geführt worden sind über die Game-Changer-Rolle von einzelnen Waffensystemen, sind völlig verfehlt. Es geht immer um das Gesamtsystem, es geht um den Ressourcenvergleich, es geht um das Zusammenwirken der Teile zu einem Ganzen. Wir nennen das Gefecht verbundener Waffen oder auch verbundene Operationen. Darin liegt der Schlüssel für den Erfolg insgesamt. Und wenn man das analysiert, man kann ja nur diese Wahrscheinlichkeiten analysieren, keiner kann die Zukunft vorhersagen. Schwarze Schwäne können immer wieder auftauchen, das wissen wir aus der Geschichte. Aber aller Voraussicht nach wird es zu einer solchen strategischen Defensive kommen müssen. Und das ist das, was der Westen, die EU, die NATO unterstützen muss. Das heißt, es wird weiter darum gehen, die Verteidigung zu stärken und sich nicht in Siegrhetorik zu ergehen. Und zur Verteidigungsstärkung gehört die Luftabwehr, die Luftverteidigung, natürlich Artillerie, natürlich Munition und auch gepanzerte Verbände am Ende, aber das bedarf ja einer längeren Ausbildungszeit, um einfach durchhalten zu können und die Verhandlungsposition, ich sage mal jetzt nicht unbedingt zu verbessern, aber sie jedenfalls zu verhindern, dass sie schlechter wird. Sie haben jetzt gerade die Defensive der Ukraine schon angesprochen und auch sozusagen, wie sich die Ukraine dann eben mit westlichen Waffenlieferungen verteidigen kann. Dazu fragt uns jemand, und zwar Alish bei YouTube, kann man denn sagen, wie viel Leben die bisherigen Waffenlieferungen in der Ukraine gerettet haben? Also diese Frage ist natürlich höchst hypothetisch. Das wird keiner kalkulieren können. Man wird eher die Frage stellen müssen, warum die Waffenstillstandsverhandlungen vom März 2022, gescheitert sind. Es gab ja da weitgehende, Beschlüsse, Ad Referendum, wie wir sagen, also die dann den beiden Präsidenten vorgelegt werden, sollten, auf die sich aber beide Delegationen schon geeinigt hatten. Das wäre so quasi die Rückkehr zum Status quo ante gewesen, also zu ungefähr zu dem Zeitpunkt, als der russische Angriff begann. Und der hätte im Klartext bedeutet, die Ukraine verzichtet auf den NATO-Beitritt und auf die Stationierung von fremden Truppen in der Ukraine. Sie würde den Krim-Status um 15 Jahre verschieben und bis dahin die de facto Kontrolle durch Russland akzeptieren ohne Gewaltanwendung. Und beide Präsidenten sollten einen Sonderstatus für den Donbass aushandeln. Das hörte sich sehr nach Minsk III an. Und das Ganze unter internationalen Sicherheitsgarantien. Leider ist das Ganze nicht zum Erfolg gekommen, auch deswegen, weil auch westliche Mächte sich geweigert haben, diese Sicherheitsgarantien dann mit zu unterschreiben und stattdessen gesagt haben, wenn ihr weitermacht, dann unterstützen wir euch mit Waffen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, der eigentlich vorhersehbar war, dass diese Strategie langfristig mit großen Risiken verbunden war. Das betrifft sowohl die ökonomischen Fähigkeiten, das betrifft das politische Risiko USA, das jetzt eher zum Tragen kam, als wir es erwartet haben. Man hat das ja eher mit dem Wahlkampf direkt verbunden. Jetzt ist es bereits vor dem Wahlkampf so, dass der US-Kongress Hilfen blockiert. Und darüber hinaus ist auch klar geworden, dass die Sanktionen deswegen vor allem nicht wirken, weil ein Großteil des sogenannten globalen Südens hier nicht mitspielt und sagt, in diesem Krieg wollen wir nicht Partei ergreifen und eine globale Konfrontation fördern, sondern die verfolgen schlichtweg eigene Interessen. Und vor dieser ganzen Gemengelage, die aus meiner Sicht durchaus auch absehbar war, kommen wir jetzt in die prekäre Situation, kurzfristig entscheiden zu müssen, was wir denn noch tun können, um die Ukraine zu stützen. Das ist der Anlass auch sicherlich neben der Ego-Rolle von Macron gewesen für die jetzige Konferenz in Paris. Und da müssen wir natürlich erkennen, wir können tun, was wir können, müssen auch tun, sicherlich was in den Möglichkeiten der Deutschen und Franzosen und anderer Staaten liegt. Aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Und das führt Ja. dazu, Realismus walten zu lassen. Und eine realistische Lösung kann natürlich auch eine Verhandlungslösung letztlich nicht Ja, ausschließen. wie wichtig wäre angesichts der sehr angespannten militärischen Lage für die Ukraine die Lieferung vom Marschflugkörper Taurus? Also zunächst einmal nochmal der Hinweis, die Taurus wäre ebenfalls kein Gamechanger, so wie es kein einzelner Panzer oder Schützenpanzer ist, sondern es ist eine Waffe im großen Spektrum dessen, was ein Krieg erfordert. In dem Fall Taurus geht es aber um spezielle Kriterien, die nicht so vergleichbar sind mit dem, was wir ansonsten liefern. Es geht um eine Langstreckenwaffe mit einer Entfernung oder Reichweite von etwa 500 Kilometer, vielleicht sogar etwas mehr, mit einer hohen Präzision, die darauf zurückzuführen ist, dass es vier redundante Steuerungssysteme in diesem Gesamtsystem Taurus gibt und mit einem doch sehr potenten Sprengkopf.
der eine hohe Durchschlagskraft hat. Und zusammen mit der Präzision ist das dann eine wirkungsvolle Waffe. Allerdings, und hier kommt das Risiko, diese Steuerungssysteme bedürfen der Einspeisung von Daten. Das passiert teilweise noch während des Fluges durch Satellitendaten. Der große Vorteil ist hier, letzte Erkenntnisse über die Luftverteidigung des Gegners umgehen zu können. Das bedeutet aber fortlaufende Einspeisung von Daten. Und das sind einfach auch deutsche Daten, die dort hineingehen. Oder eben, so wie es anscheinend Franzosen und Briten machen, mit Expertenteams, die Geodaten, die dann auch erforderlich sind, für ein anderes Steuerungssystem der Waffe direkt einzuspeisen, um auch zu verhindern, dass diese Daten in die Hand der Ukrainer fallen, weil sie dann das eben doch lieber national machen. Das heißt, auch andere haben Bedenken, nicht nur Deutschland. Und diese Waffe wäre noch einmal mächtiger als das, was unter ATACMS, also das ist die amerikanische ballistische Rakete, die geliefert wird, wo es aber eine Reichweitenbegrenzung von 165 Kilometern gibt und auch der Sprengkopf entschärft ist. Es ist eine Streumunition, die dort eingesetzt wird. Oder auch die Storm Shadow, die also so um die 250 bis unter 300 Kilometern hat, die natürlich nicht in die Reichweitendiskussion von Taurus kommt. Das heißt, wir haben hier mehrere Probleme, die zusammenspielen. Und eines dürfen wir nicht vergessen. Wenn auch deutsche Politiker in Aufsätzen fordern, man müsse den Krieg tief nach Russland hineintragen und dann werden Ziele wie Ministerien definiert oder andere strategische Ziele, dann halte ich das für fahrlässig. Denn es ist letztlich eine deutsche Waffe, die mit deutschen Daten gefüttert wird, die sicherlich durchschlagkräftig ist, aber die auch eine rote Linie dann überschreiten würde, wenn sie denn so eingesetzt wird. Und das ist für einen Kanzler, der geschworen hat, das Wohl des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden, einfach nicht hinnehmbar. Und ich habe großes Verständnis für diese Position. Herr Richter, jetzt haben die Russen aber ehrlicherweise seit Kriegsbeginn dem Westen immer wieder gedroht, zum Beispiel auch bei der Lieferung von Panzern. Auch jetzt zum Jahrestag am Wochenende gab es wieder Drohungen aus dem Kreml. Das Ziel ist dabei klar, natürlich die Unterstützung vom Westen für die Ukraine klein zu halten. Wir sehen aber auch, dass bisher trotz dieser Drohungen aus Moskau eben keine weitere Eskalation Russlands erfolgt ist. Ist das dann vielleicht nicht auch eine falsche Angst des Westens und muss man da nicht doch angesichts der, wie gesagt, sehr angespannten militärischen Lage für die Ukraine jetzt konkreter unterstützen und konsequenter unterstützen? Also zunächst mal ist der Vergleich, glaube ich, nicht ganz tragfähig, denn es geht nicht darum, wenn ich über Taurus rede, jetzt die Verteidigung der Ukraine auf dem Gefechtsfeld zu fördern, sondern Angriffe tief im Hinterland durchzuführen. Und in dem Fall vielleicht sogar Angriffe tief auf russischem Territorium gegen strategische Ziele. Das heißt Ziele einer Nuklearmacht. Wenn die beiden oder die drei anderen Nuklearmächte der NATO nicht bereit sind, solche Risiken in Kauf zu nehmen, warum will man dann, verlangt man das dann von Deutschland? Also ich Ja, Herr glaube, Richter, die wenn ich da einmal. historische Argumentation, es hat bisher auch nicht Ja. stattgefunden, kann eigentlich hier nicht ziehen. Man muss vorausschauen und die Risiken abwägen. Herr Richter, Was weil da jetzt die in den Ukraine vergangenen Wochen, tatsächlich braucht. ja, wenn ich da einmal kurz reingehen darf, weil wir da in den vergangenen Wochen und Monaten ja sehr intensiv auch drüber sprechen. Und die Frage taucht bei uns in der Community auch immer wieder auf, unter anderem jetzt von Thomas B., der bei YouTube fragt, was ist denn daran fahrlässig, militärische Ziele in Russland anzugreifen? Und jetzt von mir ergänzt, sozusagen, die auch genutzt werden, um die Ukraine anzugreifen. Also hier muss man auch wieder unterscheiden. Natürlich hat die Ukraine ein Recht, es ist völkerrechtlich verbrieft, gegen einen Angreifer vorzugehen und auch Basen anzugreifen, von denen auch sie angegriffen werden. Wir müssen aber hier auch das höhere Gut der Eskalationsbegrenzung in Europa in den Griff nehmen oder in den Blick nehmen. Es ist schon ein Unterschied, ob man strategische Ziele wie zum Beispiel Bomberstützpunkte der Russen angreift, die gleichzeitig dafür da sind, das strategisch-nukleare Gleichgewicht mit den USA zu halten. Wenn wir das täten, würden wir unmittelbar in diese strategische Balance eingreifen und das hätte natürlich eskalatorische Wirkung, auch für die Ukrainer selbst. Auf der anderen Seite steht dieses Risiko in keinem Verhältnis zu der tatsächlichen Wirkung auf dem Gefechtsfeld. Deswegen ist meine Position, wenn man das Gefechtsfeld stärken will, also die Verteidigungskraft der NATO, dann hat das nichts zu tun mit Angriffen in die Tiefe Russlands auf irgendwelche strategischen Ziele, sondern muss man das tun, was die Ukraine jetzt braucht. Das heißt, Munition liefern, Luftverteidigung stärken und die nötige Artillerie dazu liefern. Und dann kommt immer noch die Frage auf, hat die Ukraine im Moment genügend Kräfte? Das ist ein Problem, das sie im Moment sicherlich auch selbst überlegen und auch lösen müssen.
Es ist nur tragisch, dass vor diesem Hintergrund, wenn Sie über 500.000 neue Soldaten reden, wir auch sagen müssen, aber es über 600.000 wehrpflichtige Ukrainer, männliche wehrpflichtige Ukrainer befinden sich in der EU. Und gleichzeitig kämpfen andere Ostukrainer, sicherlich eine Minorität, aber sie kämpfen gegen Kiew. Also das Problem ist vielschichtig und muss auch so vielschichtig angegangen werden, wenn man diesen Konflikt lösen will. Vielleicht, wenn wir jetzt den Bogen nochmal schließen zu der Äußerung von Macron von gestern Abend, dazu haben wir noch eine Frage bei YouTube bekommen. Würde es denn einen Unterschied machen, wenn Frankreich nicht ihre reguläre Armee, sondern ihre Fremdenlegion in die Ukraine entsenden würde? Was würden Sie dazu sagen? Auch eine Fremdenlegion ist ein nationales Kontingent unter der französischen Flagge, eingesetzt vom französischen Staat. Es spielt also keine Rolle, ob man dabei nur französische Truppen einsetzt oder eben Truppen einer Fremdenlegion, die aus anderen Ländern kommen, wenn der französische Staat sie einsetzt. Das ist zu unterscheiden von den Freiwilligen, die in der ukrainischen Fremdenlegion dienen, und das scheinen ja bis zu 20.000 zu sein, die aus einer Reihe von Staaten auch des Westens kommen, am meisten aus Polen. Wenn die Staaten bereit sind, also Tschechien hat das deutlich gesagt vor kurzem, Polen wohl auch, ihre Staatsbürger freizugeben, ihnen das zu erlauben, in solchen Kontingenten der ukrainischen Fremdenlegion zu kämpfen, dann ist das eine andere Frage. Darüber kann man reden. Das hat rechtlich eine völlig andere Wirkung, als selbst Truppen zu entsenden. Herr Richter, wenn wir jetzt nochmal, also wir haben gerade darüber gesprochen, Taurus, die Lieferung von Taurus aus Deutschland ist gerade nicht absehbar. Der Bundeskanzler bleibt bei seinem Nein. Wenn wir jetzt nochmal den Gedanken vom französischen Außenminister Séjourné aufnehmen, also neue Unterstützungswege da möglicherweise für die Ukraine zu gehen. Sie haben es jetzt gerade auch schon kurz angerissen. Was kann der Ukraine jetzt und was kann der Ukraine langfristig in diesem Jahr helfen, damit das Land den Krieg gegen Russland nicht verliert? Ja, zunächst einmal wird es in Europa darum gehen, die Produktion zu verstärken. Das ist nicht auf Knopfdruck zu machen. Wir leben in Marktwirtschaften. Das heißt, die Industrien, die Firmen, die das tun, brauchen langfristige Garantien, bevor sie also ihre Infrastruktur erweitern, bevor sie Personal anstellen. Das wächst auch nicht auf der Straße, das ist Fachpersonal. Und dann muss man das Lieferkettenproblem lösen, etc. Ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen. Als eines ist klar, das ist ein langfristiger Prozess, der muss sicherlich eingeleitet werden, aber er wird sich im Jahr 2024 voraussichtlich nicht so schnell umsetzen lassen. Das kann man auch an den Äußerungen von Herrn Pappberger von Rheinmetall hören, der ja nun deutlich gemacht hat, ab wann man die Produktion steigern kann. Und er hat dabei das nächste Jahr ins Auge gefasst und möglicherweise das übernächste. Also man muss auch hier mit Augenmaß vorgehen. Ein anderes Problem wäre das Räumen von Minen. Das kann ja auf unterschiedliche Weise erfolgen. Minenräumen kann eine humanitäre Aufgabe sein, die durch NGOs, also durch zivile Einrichtungen gemacht wird und vom Staat unterstützt wird. Das ist auch nötig, um der Zivilbevölkerung nach den Kämpfen die Möglichkeit zu geben, sich wieder sicher zu bewegen oder den Bauern die Möglichkeit zu geben, auf ihre Felder zu gehen und sie zu bearbeiten, ohne dabei von irgendwelchen liegen gebliebenen Granaten oder Minen zerrissen zu werden. Das ist also eine humanitäre Aufgabe. Anders wäre es, wenn man das Minenräumen im kampftechnischen Sinne sieht, so das, was die Pioniere machen, im Begleiten zu einem Angriff oder vorweg vor einem gepanzerten Angriff Minenschneisen zu schlagen, damit der Angriff durchschlagen kann. Das wäre eine rein militärische Aufgabe. Aber das humanitäre Minenräumen, glaube ich, ist notwendig und auch das sollte man stützen aus Sicht der EU.